Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier auf meinem YouTube-Kanal sein solltest oder in meinen Podcast reinhörst, fühl dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. Wir schauen hier über den Tellerrand der Gesundheit und ich interviewe Experten, um dir Erfahrungen, Impulse und Tools an die Hand zu geben, um zum einen deine Gesundheit zu verbessern, zu erhalten und gegebenenfalls sogar noch entsprechend zu optimieren. Heute in der Episode dreht es sich um die Bewegung. Bewegung ist ein wahnsinnig wichtiger, essentieller Bestandteil deiner natürlichen Gesundheit und die Headline heute ist, wie viel Homo sapiens steckt noch in dir? Original Human Behavior. Und darüber spreche ich mit dem Experten Bernd Reichneder. Bernd ist unter anderem Sportwissenschaftler und Archäologe. Dann hat er viele, viele Jahre Karate gemacht, hat im Bereich funktionelles Training und Functional Screening viele, viele Ausbildungen absolviert und ist Ausbilder für MoveNut Natural Movement. Ich habe Bernd damals bei einer Fortbildung beim Dr. Robert Schleib kennengelernt, 2014, und aufgrund der Übungsvielfalt bin ich auf MoveNut gekommen, wo ich dann 2015 zur Ausbildung war. Wenn du mehr über Bernd MoveNut erfahren möchtest, schau bitte direkt in die Shownotes und in die Videobox, weil da findest du unter anderem noch mehr Impressionen, Links zu mehr Informationen. Du kannst aber auch auf www.function-basics.de/bernd-reicheneder-movenut schauen. Dort habe ich noch mehr entsprechende Informationen für dich zur Verfügung gestellt. Wenn dich das Thema Gesundheit, mehr Happiness, Potenzialentfaltung interessiert und du möchtest deine Basis für Langlebigkeit und Lebensqualität erstellen und kreieren, dann schau weiterhin in die Shownotes oder auch auf meiner Homepage www.function-basics.de, weil dort biete ich dir entsprechend Webinare und Online-Kurse an. Da findest du auch mein exklusives Coaching, was du jederzeit anfragen kannst. Ich wünsche dir ein bewegtes Interview. Wir haben übrigens auch dort einen praktischen Test für dich zur Verfügung gestellt, um entsprechend zu schauen, wie viel natürliche Bewegung noch in dir steckt. Kannst du direkt mitmachen im Video. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund. Und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und heute geht es, ist ein bewegtes Thema. Und zwar habe ich mir den Experten Bernd Reicheneder eingeladen. Grüß dich, Bernd. Schön, dass du da bist. Hallo, Carsten. Danke für die Einladung. Hallo an alle. Wir haben ja heute das Thema, wie viel Homo sapiens steckt noch in uns? Original Human Behavior. Und bevor wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, ich habe dich im Anfang, im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt, so ein bisschen deine Expertise genannt. Wir haben uns, haben wir gerade festgestellt, 2014 beim Dr. Robert Schleib mal bei einer Fortbildung kennengelernt und bei MoveNut. Kannst du dich den Zuschauern und Zuhörern ein bisschen ausführlicher vorstellen? Wie bist du zu Bewegung gekommen? Wie bist du zur Archäologie gekommen? Und wie vereinst du das? Okay, ja, ich meine, ich bin ja schon alt, das ist eigentlich viel. Aber ich bin am Land aufgewachsen, wo man im Grunde typischerweise Tennis spielt und Fußball spielt. Und ich hatte dann das Glück, mit ungefähr 15 bei einem Pressball mein Innenband gedehnt zu bekommen. Und im gleichen Moment ein Italiener, der bei uns eine Pizzeria aufgemacht hat und
ganz begierig gesucht hat nach Schülern für sein Karate-Training. Und das war dann der richtige Moment. Ich hätte auf der Bank sitzen müssen beim Fußball. Das Movnat haben wir dann so ein Ding, Nobody's Left on the Sideline. Da war ich dann selber betroffen. Da ging es dann auch schon dann von der Schüler in die Jugend und da waren dann auch alle noch besser und so. Ich war da nicht so ambitioniert mit Fußball. Es war halt einfach eine Spielerei. Und dann kam eben der Italiener mit seinem Karate-Training und da bin ich dann reingerutscht. Und das war dann schon strange. Ja, Fußball ist Muss, Karate ist, was ist denn das? Und so. Mhm. Genau, da ging es dann los, dass ich so ein bisschen quer geschwommen bin. Und dann vergingen ein paar Jahre mit vielen Schulen und Ausbildung. Und dann kam ich auf die Idee, Sportwissenschaft zu studieren. Wo hast du studiert? In München an der TU. Mhm. Weil mein Sensei immer gesagt hat, hey, du Bernd, du musst zur Bundeswehr gehen und so, da fördern sie dich mit Karate und so, da machen sie einen Weltmeister aus dir oder geben dir zumindest die Gelegenheit, viel Trainingsmöglichkeiten und so. Dann habe ich gesagt, nein, ich keine Waffe in der Hand, maximal eine Faust und maximal einen Fuß oder ein Knie oder so. Und Alternative war dann eben Sport studieren. Und das habe ich dann gemacht bis zur Mitte oder so und dann kam mir ein alter Gedanke von einem Mitschüler in der Berufsschule, der unbedingt klassische Archäologie studieren wollte. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch auch interessant. Und dann gab es da so eine Exkursion der Sportwissenschaftler nach Olympia. Mhm. Und da versehentlich hätte ich gar nicht mitfahren sollen, aber verdammt wie ich bin ich da mitgefahren. Und dann hat der Professor irgendwann zwischendrin gesagt, ja Herr Reichner, Sie sind ja der erste Sportstudent, der sich wirklich interessiert für das. Die anderen wollen ja nur einen Schein und sie haben ja wirklich Interesse an dem. Und das lag daran, dass ich einen Schüleraustausch hatte in der Berufsschule und da ging es nach Griechenland und haben uns halt das alles angeschaut. Delphi und Olympia und so weiter. Na gut, Sport ist ein bisschen langweilig an sich, also man will nur Beachvolleyball spielen und Party machen. Genau, und dann hat mich der tatsächlich dazu angestoßen, Archäologie mit Sport zu verbinden. Und das ist eine tolle Sache, ich habe da wirklich tolle Sachen drüber geschrieben, eine Magisterarbeit und eine Diplomarbeit, aber es geht jetzt nicht so weit zurück, wie unser eigentliches Thema ist. Es geht halt in der griechischen Antike los. Ist super interessant, aber wir sind halt schon in der Zivilisation. Ne? Das ist ja noch nicht so lange Tagesordnung hier. Und ja, ich habe dann in Fitnessstudios gearbeitet und bin dann über einen Kollegen auf den Functional Movement Screen gekommen. Und da hat dann der Chef, der Gray Cook, einen netten Artikel verfasst, der hieß A Glimpse into a Better Future. Mhm. Das wollen wir ja alle. So ein bisschen Orakel und wie schaut die Zukunft besser aus? Ganz, ganz kurz für die nicht englisch sprechenden oder englisch festen Zuhörer und Zuschauer. Einmal kurz in Deutsch. Also ein Ausblick oder in eine bessere Zukunft. Das war ein Artikel, den hat er verfasst, nachdem er vom Erwan Le Cor, das ist so mein Meister hier bei Movnat, der Entwickler von dieser Methode, eingeladen wurde zum Retreat in West Virginia, glaube ich, war das damals noch so 5 Tage. Und hinterher hat er halt auf seinen Functional Movement Screen ein bisschen ein anderes Auge geworfen. Also vorher war das Ganze ja entwickelt worden, um Leistungssportler vor Verletzungsrisiken zu bewahren, das frühzeitig zu erkennen und mit Corrective Exercises, also Korrekturübungen, eher so ein bisschen Functional Training, Physiotherapie, die grundlegenden Bewegungsmuster wieder effizienter zu machen. Und durch dieses Erlebnis dann im Outback von West Virginia hat er dann gesagt, ja, aber eigentlich passt es ja auch auf jeden Menschen, der im Grunde wieder beginnen will, an seinen Schwächen zu arbeiten. Bei Leistungssportlern ist halt eine Spezialisierung, Übertraining in bestimmte Richtungen. Beim normalen Menschen sind es einfach Fehlhaltungen, zu viel sitzen und den Körper zu wenig zu gebrauchen. Also in beide Richtungen genauso verwendbar, dieser Functional Movement Screen. Und ich habe halt dann das gelesen und habe mir gedacht, wow, das hört sich ja super interessant an. Habe gegoogelt, habe 3 Monate später einen Workshop in Berlin entdeckt und bin dahin. Und dann war es halt total für mich geschehen. Also einmal war klar, ich kann nicht mehr in einem Fitnessstudio arbeiten mit einem guten Gewissen. Ich muss da raus so schnell wie möglich. Ist schwierig als Sportwissenschaftler. Ist halt das so der Einsatzbereich. Ja. Leistungssport oder Reha-Prävention.
Und ich habe jetzt auch Nachfolger von Karate gefunden. Also Karate war auch 20 Jahre lang vorwärts und rückwärts laufen, 5 Techniken, Kata machen und so weiter drinnen. Und das war dann eine Befreiung. Wie im Yoga, du bist auf einer Matte und willst im Grunde das auch übertragen auf mehr Möglichkeiten. Und Movnat war halt dann das im Grunde die Offenbarung, zu sagen, du nimmst was aus der Philosophie von Karate raus, das heißt, Techniken perfekt zu machen, damit sie auch wirklich schön ausschauen oder im Notfall vielleicht helfen, dass dir deine Faust nicht kaputt geht, wenn du irgendwo hinhaust. Also technisch super sauber zu arbeiten und das aber trotzdem auf alle Lebensbelange, also sei es jetzt Alltag oder sei es dein Sport oder sei es deine Reha oder deine Prävention oder was auch immer, zu übertragen. Und das hat halt Movnat geboten. Das war damals noch sehr, sehr oberflächlich angedacht. Also wie der Vic Verdier, der diesen Workshop in Berlin gemacht hat, der ist da hingekommen, hat sich die Location angeschaut und hat sich dann überlegt, was er jetzt macht mit den 30 Leuten, die da waren. Und in diesen 10 Jahren ist halt viel passiert. Also es ist halt zu einer richtigen Methode geworden, die es eigentlich so nicht gibt. Also mit einer Tragweite und mit einer Detailarbeit, die es sonst vielleicht im Leistungssport gibt, für eine spezielle Disziplin, aber halt nicht für alle Möglichkeiten, die der menschliche Bewegungsapparat so drauf hat. Genau, da bin ich jetzt angelangt. Nach 10 Jahren Praxis immer noch da. 10 Jahre. 10 Jahre ist es jetzt? Ja, 2011 habe ich angefangen, also 9 Jahre. Das Spannende und das Schöne fand ich halt bei Movnat, dass dieser methodische Aufbau, den du erwähnst, weil das sehen wir ja sehr häufig, das haben wir in der Sportwissenschaft zwar gelehrt bekommen, aber die Praxis ist dann oftmals, und ich habe ja viele Jahre im Sporttherapiebereich gearbeitet, machen Sie mal einen Einbeinstand, wie können Sie nicht? Also muss ich den methodisch so weit runterbrechen, dass die Person das wieder hinbekommt. Übungen fallen uns ganz viele ein. Das fand ich halt so extrem gut, dass hier eine Methodik, wie komme ich als Beispiel in den Sprung, wie lande ich, darüber können wir uns jetzt unterhalten. Da werden ja verschiedene Bewegungsmuster aufgegriffen. Die hast du ja gerade erwähnt. Ne? Also wir sprechen ja darüber, wie viel Homo sapiens in uns noch drin ist. Was für Bewegungsmuster sind denn natürlich für einen Menschen? Ja gut, vielleicht bringen wir es gleich in die Ordnung rein, damit da jetzt nicht wieder irgendwelche Begriffe in der Luft hängen. Also es ist nichts Künstliches dabei. Es ist wirklich in jeder sowohl evolutionären Menschheitsentwicklungsbetrachtung wie eben auch von jedem individuellen Menschen ab der Geburt gibt es im Grunde instinktive und auch dem für das Leben, das man dann machen muss. Und das, da sind wir jetzt wieder bei der Original Human Behavior Geschichte. Also das, was uns hauptsächlich geprägt hat, das Überleben in der freien Natur als Jäger und Sammler, das wird auch vom Kleinkind auf in einer bestimmten Ordnung gebildet. Also erst gebildet und dann wird es erlernt im Grunde. Erstmal instinktiv und dann wird abgeguckt. Und so funktioniert eben Movnat. Und wenn man jetzt das einfach mal ganz naheliegend auf ein kleines Kind überträgt, also gibt es auch einen Begriff dafür, das nennt man Neurodevelopment Sequence. Das ist ein wissenschaftlicher Begriff. Das bezeichnet die instinktive Entwicklung von einem Kind, um das Gehirn zu bilden. Und diese Gehirnbildung funktioniert hauptsächlich über Bewegungserfahrung. Das heißt, Reize zu bekommen. Also versuchen, irgendwo hinzugelangen, um irgendetwas in die Hand zu bekommen, um das in den Mund zu stecken. Und irgendwo schneller hinzukommen, irgendwo hoch raufzukommen, wo drauf zu klettern, um immer irgendwie Essen oder Dinge, die von Interesse sind oder fürs Überleben wichtig sind, in die Hand zu bekommen. Und da geht es halt jetzt bei dieser Kindsentwicklung los, sich auf den Boden zu bewegen. Also ganz einfach von der Rückenlage in die Bauchlage zu rollen. Das nennen wir Rolling. Da gibt es ganz viele Infos über den therapeutischen Nutzen von Rolling, weil das halt bestimmte Strukturen im Körper aufbaut. Und diese Strukturen werden nicht aufgebaut, um sie dann wieder zu verlieren, sondern diese Strukturen werden aufgebaut, um ein Leben lang weiter drauf zu bauen und sie auch zu nutzen und zu pflegen. Und
anzuwenden. Und jetzt nach dem Rolling kommt zum Beispiel das langsam auf die Knie sich drauf zu schieben, in eine Kabelposition. Dann geht es in Sitzpositionen, dann geht es in Hochziehpositionen, also nicht unbedingt klettern, wie wir das kennen, sondern die Hände als Points of Support zu benutzen und dann reinzudrücken und nicht hochzuziehen, damit die Füße mal oder Beine eine Info bekommen, Stabilität aufzubauen. Und das nennen wir im Movement, das ist nicht mal ein Skill, das ist im Grunde, sind es Ground Movements und Get-Ups, die skillful an sich sind für jemanden, der gar nichts kann, aber im Grunde für einen Tarzan oder für jemanden, der halt im Grunde gegen Löwen kämpft und von Baum zu Baum springt, ist das kein Skill mehr. Das war im Grunde super Grundnahrung. Und was wir als Skills bezeichnen, geht halt dann weiter, wenn wir dann praktisch arbeiten müssen. Los geht's eigentlich mit Crawling. Das ist ja eine Alternative zum Gehen oder zum Laufen. Wenn wir nicht aufrecht gehen können, balancieren der Kontext oder irgendwo unten durch, dann sind wir beim Crawling. Das ist eigentlich der erste richtige Skill. Also krabbeln, ne? Genau, krabbeln. Ich übersetze das mal. Ja, immer danke, ich bin da so drin in diesen technischen Begriffen. Und okay, vom Crawling geht es dann zum Balancieren, zum Gehen, zum Heben und Tragen, zum Werfen und Fangen, zum Klettern und zum Springen. Und dann haben wir noch Vaulting. Vaulting ist halt Springen über größere Hindernisse mit höherer Geschwindigkeit, wo man dann eine Hand benutzt, um nicht nur von Füßen zu Füßen, sondern eine Hand benutzt, um effizienter zu arbeiten. Und das ist im Grunde auch der MoveNut Tree, also der Baum, den MoveNut als Darstellung benutzt, um zu sehen, wo man sich befindet. Also in den Wurzeln liegen diese Ground Movements und diese Get-Ups und dieses Crawling. Und dann geht es über den Stamm, der auch eher diese Stärke und Stabilität stabilisieren soll. Das Laufen, Heben, Tragen, Werfen, Fangen und dann eben in die sehr abgehobenen Techniken, wo wie beim Klettern zum Beispiel, wo die Unterstützungspunkte hauptsächlich die Hände sind und nicht mehr die Beine. Das ist halt eine Revolution für den Bewegungsapparat und auch das Springen, weil es im Grunde Fliegen ist. Ja. Mhm. Und das ist die grobe Struktur. Und jetzt nur als kurzes Beispiel, Klettern zum Beispiel geht los beim Hängen. Und Hängen geht los bei der Griffkraft. Und die Griffkraft ist abhängig von der Schulterstabilität und andersrum. Und das muss halt alles nach und nach aufgebaut werden, um eben das Risiko einer Verletzung und eben auch die Wahrscheinlichkeit einer höheren Leistung zu erhöhen. Mhm. Ja, was man halt nicht machen darf, das ist, wenn man seit 40 Jahren nicht mehr geklettert ist, nur noch gesessen ist und dann sich eine App runterladet, wo draufsteht, wie schaffen wir am schnellsten 60 Klimmzüge. Das geht schon schnell, man macht schon schnell ein paar Klimmzüge mehr, aber die Schulter ist halt normal nicht fähig dazu. Das ist alles nur ein Notprogramm vom Körper. Oh, jetzt will er mich zum Klettern zwingen. Kenne ich gar nicht mehr sowas. Mhm. Und MoveNut versucht es halt dann Schritt für Schritt einzuführen und bedient sich dann allen Hilfsmitteln, die es gibt. Also MoveNut ist halt sehr inclusive. Das heißt, wenn jemand nicht hängen kann, dann gehen wir mit physiotherapeutischen Mitteln dran oder mit Funktionaltrainingsmitteln dran. Also es heißt, wie du Carsten vorher schon gesagt hast, also wir versuchen halt jeden da abzuholen, wo er ist. Ja. Und die Überlastung zu vermeiden, weil in der Überlastung verlieren wir auch die Beziehung zu unserem Körper. Also das heißt, wir überhören viele Warnhinweise, die uns der Körper gibt. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn ich es zu schnell mache und dann mache ich es noch schneller und dann fühle ich es gar nicht mehr. Also je langsamer es macht, desto eher fühlt man, was jetzt los ist und kann dann reagieren drauf. Du hast ja vorhin gesagt, eine effiziente Bewegung sieht schön aus. Und das hat damals auch der Dr. Robert Schleip gesagt, eine gesunde Bewegung schaut schön aus. Ne? Wenn du einem Balletttänzer zuschaust und der sich da vielleicht nicht das erste Mal Ballett macht, also wenn wir jetzt vielleicht Ballett anfangen würden, sieht das anders aus, als wenn jemand das 20 Jahre macht. Hm. Das ist genauso, wenn jemand 5 Jahre Klettern gewohnt ist, sieht das anders aus, als wenn jetzt das allererste Mal jemand nach 20 Jahren an einer Klimmzugstange hängt oder einem Klettergerüst. Und
Wo siehst du denn die größten Tücken? Warum sind wir nicht mehr so viel Homo sapiens? Vielleicht müssten wir uns auch irgendwo anders bezeichnen, Homo sitzicus zum Beispiel. Hm. Wo siehst du die größten Hürden? Warum nutzen wir diese Bewegungsmuster, wie Movnat aufbaut, nicht mehr? Also ausgehend von der Bewegungseffizienz, sagst du, oder den Zusammenhang zwischen Bewegungseffizienz und schlechten Haltungen, oder warum wir es nicht mehr machen? Ich würde das Zweite nehmen, also auch schlechte Haltungen, und dann sind wir aufgrund dessen nicht mehr effizienter. Ja, man könnte jetzt wieder sagen, wenn wir anfangen beim Kleinkind, ist immer ein guter Start. Auch von diesem Gray Cook gibt's eine Behauptung, und manche Behauptungen brauchen gar keine Beweise. Das sind Axiome, das kann jeder nachvollziehen, der sich da Gedanken darüber macht. Ist, dass im Grunde ein dreijähriges Kind seiner Leistungsfähigkeit höher ist als die meisten Menschen, die heutzutage sich als erwachsen bezeichnen. Weil ein Kind im Grunde nichts anderes gemacht hat, als sich natürlich zu bewegen, außer es hatte Eltern, die gesagt haben, wir müssen ein bisschen schneller sein. Das Kind vom Nachbarn, das klettert jetzt schon und das sitzt jetzt schon und das steht jetzt schon. Jetzt holen wir uns so ein Plastikteil und beschleunigen das ein bisschen. Es war mal in Mode, hat vielleicht auch der Onkel Doktor gesagt, das ist super so. Mittlerweile weiß man, das ist nicht mehr so und das wird sich auch nicht mehr ändern. Also mittlerweile weiß man, dass der Körper seine Zeit braucht. Und okay, was passiert mit 3 Jahren? Also im Grunde geht es dann in den Kindergarten in den meisten Fällen. Oder es findet halt dann viel Sitzen statt. Also wenn wir jetzt immer noch Jäger und Sammler wären, dann würden wir entweder mit einer großen Gruppe von anderen Kindern, die alle ein anderes Alter haben, losziehen und unsere Umgebung erkunden. Was wir jetzt machen, ist, wir werden in einen Raum reingesetzt und mit gleichaltrigen Kindern Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gemacht. Und dadurch ist halt eine komplette Unterbrechung von diesem Entwicklungssequenz da. Die haben wir nicht mehr. Mhm. Die kommen auch nicht mehr, weil wir dann einfach in einem Trott drin sind. Der Trott ist weiter Schule, sitzen und Sport, wo es Vollgas geht. Ja, also es gibt keine Gelegenheiten mehr, das wieder nachzuholen, was wir hatten. Und wir haben dann eben erstens keine Bewegungserfahrungen schon mal gelernt und zweitens wenn das bisschen, was wir hatten, das Vermächtnis unserer Kindheit, wird dann im Grunde kaputt gemacht. Und zu diesem Thema Effizienz ist es ja das, dass Kinder oder Kleinkinder in diesen Bewegungen ja Programme lernen, wo das Gehirn genau weiß, die Augen schauen dahin und jetzt gibt es schon Drang dahin und jetzt wird genau das rekrutiert an Bewegungsteilen, die dafür da sind. Ja, also da ist nicht dann immer Panik gleich, oh Gott, jetzt muss ich da hin und ich weiß gar nicht, wie das richtig geht. Da muss, und dann macht der Körper fest und dann eine neue Fehlsteuerung da und das nennt man halt dann zwar effektives Arbeiten, ich komme dahin, ich mache die Arbeit, aber mein Nervensystem ist so durcheinander gestört oder nicht mehr geprägt von fundamentalen Bewegungsmustern, die man instinktiv eigentlich könnte, dass das von Effizienz keine Rede mehr ist. Und wenn man dann irgendwann doch den Weg einschlägt, Sport zu machen, dann würde man sich über diese Methoden und über dieses Ziel einer isolierten Bewegung halt auch zwar effizient machen, aber eben nur in dieser einen Disziplin. Und wir nennen das im MoveNet halt Specific Adaption to an Imposed Demand. Das heißt halt eine ganz genaue Anpassung auf eine geforderte Aufgabe. Mhm. Das ist im Grunde den ganzen Tag so. Ja, also der Körper passt sich immer an die Dinge an, die von ihm gefordert sind. Aber wenn er nur die Gelegenheit kriegt, sich an eine Sache anzupassen, dann baut er die restlichen Sachen halt ab. Also auch die Natur, was nicht genutzt wird, wird abgebaut, weil es verschwendet nur unnötige Energie. Ja. Ja, genau. Und da bekommen wir halt dann diese Ineffizienz raus. Und die Definition von Effizienz ist ja wenig Energieverbrauch, eine hohe Leistungsfähigkeit und Sicherheit. Und das haben wir halt gar nicht mehr. Also wenn wir haben das im Sitzen vielleicht entwickelt,
Ja, aber wir merken ja, wo uns das Sitzen hinführt. Ne? Also solange wir sitzen bleiben, ist vielleicht alles gut. Aber sobald wir aufstehen, merken wir es, jetzt geht es auch nicht mehr so gut. Braucht wieder eine halbe Stunde, bis sich alles eingerenkt hat und so weiter. Ja. Wenn jetzt man sich natürlich bewegt, dann kann er immer weniger sitzen, weil der Körper immer relativ schnell sagt, das passt mir gar nicht. Wenn jemand viel sitzt, dann ist er im Grunde schon taub. Gegen alles, was ihn da warnt, ist halt auch ein Zeichen dafür, dass sich der Körper einfach anpasst. Ja. Wenn er halt woanders hin muss, dann zeigt das einem wieder umso mehr. Ich glaube, das haben viele gar nicht auf dem Schirm, diese Anpassung. Weil das sieht man ja sehr häufig, ne? Ich sag mal, 8 Stunden auf Arbeit gesessen, Kantine, Klo, hin und zurück zur Arbeit. Und dann ist man ja gut da mal motiviert, was für seine Fitness zu tun und geht ins Fitnessstudio. Und dann sitzt man dort auf dem Fahrrad, man sitzt dann im Trainingsgerät, man sitzt in der Pause mit dem Handy. Diese Bewegungsmuster, das ist vielleicht sogar fast ein neues Bewegungsmuster, was wir uns da ständig antrainieren können, halt Inaktivität und Sitzen. Hm. Nur hängt da natürlich ein ganz schön langer Rattenschwanz dran, was Muskulatur, Gelenke, Sehnen und entsprechend dann natürlich Schmerzen oder Erkrankungen dranhängen. Hm. Wo siehst du denn die größten Herausforderungen bei welchem Bewegungsmuster? Du hast die am Anfang erwähnt, ne? Krabbeln, sich hochziehen. Wo siehst du da die größten Herausforderungen? Wie weit sind wir degeneriert, dass wir da nicht mehr hinkommen? Ja, wo setze ich jetzt an? Hänge ich mich an eine Klimmzugstange oder muss ich mich auf den Bauch legen und anfangen zu rollen? Das ist unglaublich. Diese größten Herausforderungen, die kann es gar nicht herausstellen, weil das ist alles. Das geht durch die Bank. Da tut sich niemand mehr leicht. Egal, ob wir jetzt beim Sitzen auf dem Boden anfangen, es ist die meisten nicht mehr möglich, nur noch unter Schmerzen. Da geht es sofort los, dann merken sie es in der Hüfte, dann merken sie es in der Wirbelsäule. Da drückt es wahnsinnig, da zieht es wahnsinnig. Gott, wie unbequem. Und so weiter und das zieht sich dann durch übers Gehen, falsches Gehen, verursacht durch zu wenig Gehen, Schuhe und knallharter Untergrund, das ganze Leben durch, balancieren, unglaublich und wenn man dann den Baum hochgehen würde, wird es ja immer schlimmer, das potenziert sich ja. Also wenn jemand beim Sitzen auf dem Boden oder beim Aufstehen auf dem Boden schon ein Problem hat, dann kannst du dir Wetten abschließen, wie das dann beim nächsten Schritt ausschaut. Das ist echt unglaublich. Ja. Hast du vielleicht eine Bewegungsabfolge, die du beschreiben kannst, die der Zuschauer und Zuhörer mal testen kann, um zu schauen, ob er noch, ja, es klingt jetzt hart, so nenne ich es zumindest immer in meinen Fortbildungen, überlebensfähig ist. Ich nenne es auch manchmal so natürlicher Selektionsdruck oder natürliche Selektion. Wenn jemand beim Akt, nennen wir es mal Reproduktion, Rückenschmerzen bekommt, weil bestimmte Bewegungsmuster, Gelenke, Faszien und alles, was damit zusammenhängt, nicht mehr sicher sind, dann ist das eigentlich natürliche Selektion. Aber als Therapeut und Trainer nehmen wir uns ja allem an. Richtig. Kannst du eine Bewegungsfolge vielleicht beschreiben, die man mal machen kann, um zu gucken. Zum Testen. Zum Testen. Es gäbe jetzt zwei ganz einfach. Ich muss zwei sagen, weil die zwei erstens zusammenhängen und für jemanden, der sich mit natürlicher Bewegung und Anpassung an die Umwelt auskennt und weil sie von der Komplexität her erstmal komplett verschieden scheinen und trotzdem unmöglich sein könnten. Das erste ist halt das Aufstehen vom Boden. Vielleicht spricht er das an, weil da gibt es ja eine Studie darüber und einen Test auch, der heißt Sitting Rising Test, der galt mal für Menschen über 50, mittlerweile haben sie ihn ausgeweitet, weil Menschen unter 50 meistens nicht mal besser sind in Bewegungsprogrammen wie Menschen über 50. Ja. Also es ist wirklich das vom Boden aufstehen und sich wieder hinsetzen mit so wenig wie möglich Unterstützungspunkten. Und der Test ist halt sehr interessant, weil er eben so ein wahnsinnig fundamental angesiedelt ist, über dieses ohne Geräte einfach nur vom Boden aufstehen, weil es wahnsinnig weit weg ist. Da gibt es keine Ruhe und mein Ding funktioniert nicht. Kann Musik ausstellen oder Ton ausstellen, das geht nicht. Wir sind beim ersten Test gewesen, Aufstehen aus dem Liegen. Genau.
Also er bringt im Grunde dieses Erste, was ein Mensch versucht, um irgendwie davon zu laufen, vom Boden hochzukommen, ja, fluchtartig einfach mal vom Boden aufstehen. Da ist halt viel Mobilität drin, da ist viel Stabilität drin, da sind wahnsinnig viele Bewegungsmuster drin, die man später braucht. Heben, tragen, werfen, fangen, springen und so weiter, das Krabbeln. Und Gleichgewicht ist wahnsinnig, selektive Spannung. Das sind auch, wo wir vorher geredet haben, mit diesen ineffektiven Bewegungsmustern, ja, weil der Körper die ganze Zeit fest ist oder er weiß auch, dass man locker lassen muss. Lass uns das ganz kurz als Übung formulieren. Also der Zuschauer, Zuhörer oder Zuschauerin, Zuhörerin legt sich mal auf den Rücken, nimmt die Hände über Kreuz, machen wir es mal gleich ein bisschen schwerer, und soll aus dieser Position in den Stand kommen. Genau, das ist... Also wir können auch sagen, okay, mach eine Hand auf die Schulter, dann hast du drei Unterstützungsflächen, also kannst die Füße und die eine freie Hand nutzen und dann in den Stand. Sehr nett von dir. Ja, ne? Die Hand auch dazu zu. Ich erinnere mich noch aus der Ausbildung, ne? Also da ging es ja dann, ne, bis Hände über Kreuz und Kopf und hast nicht gesehen, irgendwie hochrobben. Aber das zeigt, das ist vielleicht fernher von irgendwelcher Realität, man sagt, ja, wann habe ich denn vielleicht beide Hände nicht zur Verfügung? Aber nehmen wir mal an, du hast ein kleines Kind im Arm und rutschst aus und du fängst das auf und musst jetzt hochkommen. Dann brauchst du die Beweglichkeit, Stabilität und auch das Bewegungsmuster hochzukommen. Das ist für viele Leute ist das aber wahnsinnig weit hergeholt zu sagen, für was brauche ich das? Also ich werde nicht auf dem Boden liegen, mein Baby auf der Brust und dann kommt hier der Säbelzahntiger und ich muss abhauen. Aber wie erklärst du es dann? Also warum, vielleicht kommt ja dann das Thema oder das Argument, ja Bernd, warum brauche ich denn das? Was sagst du da? Jetzt wollte ich das zweite Ding schnell noch nennen, das nach dem Aufstehen dann das Sprinten. Abhauen, 200 Meter Vollgas laufen. Oha. Ja, also so, sogar ich, wo ich meine, ich bin gut trainiert, ich denke mir immer, wenn Vollgas läuft, ich höre schon die Muskeln und Sehnen reißen. Oder so, weil es so eine unglaubliche Belastung ist, wenn man sich das mal vor Augen führt, was ein Körper leisten muss, wenn er Vollgas sprinten muss. Aber das ist auch sowas. Also ich würde niemanden, der mit Sport anfängt, raten, zu sprinten, also zu laufen, erstmal und dann geschweige denn zu sprinten. Man, es schaut so einfach aus, aber es ist unglaublich, was im Körper vorgeht bei diesen Bewegungen. Ja. Und jetzt da zurück, was macht es für einen Sinn? Also wie erklärst du jemandem, dass das wichtig ist, unten aufzustehen, wenn er das nie macht oder nie braucht, weil er die Gelegenheiten gibt es nicht mehr, dann kannst du ja sagen, wie du das ja auch öfter sagst, glaube ich, das Use it or lose it. Thema, also unser Körper ist geprägt von Millionen von Jahren. Also wir können ja nicht sagen, so einfach, da war der Mensch jetzt Mensch. Vielleicht hat er geistig diesen Sprung gemacht, ja, aber körperlich sind wir ja jetzt noch Steinzeitmenschen. Und was ist Steinzeit? Wie lange ist das her? Und was war vorher? Und das ist ja unglaublich. Aber unser Organismus, den wir haben, der ist geprägt von Millionen von Jahren. Sagen wir mal, ein einschneidender Zeitpunkt ist ja anscheinend die Agrarrevolution, so circa 10.000 bis 15.000 Jahren zurück. Das ist nichts im Verhältnis zu dem, wie lange wir vorher hier irgendwie uns durchgeschlagen haben. Mhm. Und jetzt ungefähr seit 50 Jahren sind wir im Grunde körperlich abgeschaltet. Also das heißt, wir benutzen unseren Körper nicht mehr. Und darin liegt eben diese Logik. Also das heißt, wir können nicht sagen, dass unser Körper jetzt in 50 Jahren komplett da ist, wo wir ihn jetzt haben wollen, wo er jetzt ist. Sondern es ist ein Riesenvermächtnis, das wir mittragen und wo solche Bewegungen wie vom Boden aufstehen dafür verantwortlich sind, dass manche Strukturen in unserem Körper angesprochen werden, wieder zu arbeiten, und die stehen ja in Verbindung mit allen anderen Strukturen in unserem Körper. Und das heißt, da werden Breschen geschlagen in unserem Körper, wenn wir das nicht mehr machen, die nicht überbrückbar sind. Mhm. Du kannst nicht implantieren und kannst nicht mit einer Tablette zukleistern. Diese Sachen sind nur durch das Wiederholen und das Usen, also benutzen und eben nicht mehr benutzen, aufrecht zu erhalten. Ja. Und wenn ich da noch jetzt das weiterspinnen darf mit dem, was machen, also was ist heute noch davon übrig, was uns halt so die Fitnessindustrie verspricht,
ist halt nur noch isoliertes Training, das versucht wurde, auf wissenschaftliche Erkenntnisse aufzubauen, die wir einfach messen können. Ja, wie Muskeltraining ist gesund. Das ist ja so ungefähr das Wichtigste, was unsere Fitnessindustrie weiß oder mit dem es auch agiert. Sagen wir mal bis vor 10 Jahren oder so, dann wird es schon ein bisschen interessanter, was die Fitnessindustrie so da rauslässt. Aber es war, setz dich irgendwo hin, heb ein paar Gewichte hoch und wir haben nachgewiesen, dass wenn du deine Muskeln trainierst, dass dann Hormone freigesetzt werden und dass das dann glücklich und gesund macht. Aber es ist so ein Staubkorn auf diesen Organismus drauf, das ist unglaublich. Und wenn du jetzt sagst, Original Human Behavior, ist ja das, da ist ein Staubkorn. Wenn es jetzt um Movement geht, dann ist es vielleicht ein Stein, nur die Muskeln zu trainieren. Mhm. Also unser Bewegungsapparat ist unglaublich komplex und beschäftigt sich ja im Grunde in erster Linie mit dem Bewegungsapparat, mit Bewegungen, stößt aber im Grunde nur den wichtigsten Stein an. Ich vergleiche es immer gerne mit Yoga. Yoga wurde ja auch entwickelt, um den Körper zu benutzen, um den Geist unter Kontrolle zu bekommen. Ja, also das ist ja auch nur ein Vehikel für den Rest, was da noch da ist. Und Movement ist ja auch nur der Bewegungsteil. Also es ist nur Original Human Movement. Und wenn wir jetzt über Original Human Behavior reden, dann bist ja eher du der sich mit allen anderen Dingen noch beschäftigt auch. Damit meine ich jetzt alle Sinnesorgane, die wir haben. Ohren, Augen, Haut, Nase, ja, die Haare, die Zehenspitzen, die Fußnägel, alles wurde aus einem gewissen Grund entwickelt über Millionen von Jahren. Und wenn wir das jetzt einfach sausen lassen, also ich benutze es nicht mehr, dann sind das lauter Kettenglieder in deinem Körper, die geschnitten werden und was eine total brüchige und zerbrechliche Struktur dann ergibt. Ja. Also alle kleinen Sachen spielen eigentlich eine große Rolle in unserem Körper und die dürfen wir nicht vernachlässigen. Und das geht auch über Sehen. Was wir sehen, wie wir sehen, wann wir sehen und so weiter. Also es ist unglaublich. Das ist halt dann das Behavior. Da bist aber du, Carsten, mehr drin in dem Rest. Ja, das Behavior, das ist schon ein großes Thema in unserer heutigen Gesellschaft. Und das Thema Bewegung, natürliche Bewegung. Wir müssen vielleicht ein bisschen... Oftmals wird natürlich auch verkauft, okay, du musst in irgendeiner Form geil am Strand stehen, damit du Männlein, Weiblein findest, um dich zu reproduzieren. Aber zurückgreifend, was ich vorhin meinte, wenn dir dabei deiner Rücken wehtut oder irgendwas verknackst, blöd, ja, dann ist da nicht mehr so viel Spaß dabei. Deshalb Optik und Funktionalität. Na, also für was bin ich noch in der Lage? Wie komme ich denn aus dem Liegen? Wir kennen alle Liegestütze, Push-Up-Varianten, Arme 45 Grad, Schultern weg von Ohren und hochdrücken, Unterarme senkrecht zum Boden. Aber die Realität, wenn ich mich da draußen auf die Straße hinpacke, dann habe ich nicht die Zeit, in den hübschesten, idealsten Liegestütz zu gehen. Da ist der Straßenbahn einmal drüber gerollt. Da muss ich irgendwie hochkommen. Und das sehe ich halt sehr häufig, dass wir in irgendeiner Form in eine Form trainieren, aber es weit hergeholt ist, was mit Effizienz ist, balancieren, da muss ich ständig ausgleichen, da muss ich locker sein. Wenn ich mich festmache wie ein Brett, falle ich einfach nur um. Und das sehe ich bei MoveNut und bei den natürlichen Bewegungsmustern immer, immer wieder. Wie gesagt, die Methodik dahinter ist der Hammer. Du hast ja auch gesagt, ne, von Krabbeln und Co., gibt es ein Bewegungsmuster, was du jedem empfehlen würdest? Ja, was Krabbeln. Was ist denn bei Krabbeln so schwer? Wenn jetzt jemand in Vierfüßlerstand geht und einfach sich vorwärts bewegt, könnte er sagen, er krabbelt. Ja, genau. Also es gibt halt das effektive Krabbeln und es gibt ein effizientes Krabbeln. Ein effizientes Krabbeln hängt immer mit bestimmten biomechanischen Positionen vor. Also einfach nur krabbeln würde ja dann so ausschauen, dass man sich zurechtfindet in einem Körper, der nicht mehr ausgewogen oder ausbalanciert trainiert ist. Also er hat irgendwie eine Schwäche, entweder in der Bauchmuskulatur oder in der Midline, also mehr als nur ein Muskel,
Stabilitäten in der Schulter, Stabilitäten in der Hüfte, Sanftheit, einen Unterstützungspunkt auf den anderen zu versetzen und so weiter. Das bringt alles Energiesparen, das bringt alles länger kabbeln. Man kann nicht einfach aufhören, wenn man über einen Abgrund drüber muss oder so. Und das macht halt auch sicherer, weil mit dem Kabeln ist ja nicht zu Ende. Also man hat ja immer was noch hinterher kommen kann, eine Anpassung an eine andere Situation und was vorher war. Und Kabeln ist halt outgesourced Sache schon vom Movenet. Es gibt halt so viel Animal Flow, Animal Moves, Animal Athletic Stuff. Da sieht man ja schon, dass sich kleinere Systeme gebildet haben, die so eine Isolierung wieder vornehmen, weil sie merken, dass das bei vielen Leuten halt total im Argen ist und dass viele wahnsinnig profitieren davon. Also Leistungssportler kabeln jetzt und Reha-Patienten kabeln auch, wenn sie das Glück haben, dass sie einen Trainer finden, der da drin ist. Und aus meiner eigenen Erfahrung ist es, dass viele Leute, die halt Rückenprobleme haben, beim Kabeln sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, weil sie im Grunde es immer machen können. Also das ist jetzt, ich muss mich nicht irgendwo hinlegen, es muss nicht weich sein, wo ich im Rücken liege, sondern es sind eben nur meine Füße, die auf dem Boden sind, und meine Hände muss ich halt runternehmen, mich trauen, und ist überall durchführbar. Und das andere wäre noch, dass du in einer Entwicklungsphase bist mit dem Kabeln, wo du jetzt so fundamental bist, dass du am Boden rumrollen musst und auch nicht so fortentwickelt oder gut sein musst, dass du schon super gehen oder laufen oder klettern musst, sondern dass das gerade so zwischendrin ist, wo man vielleicht noch viele Defizite, die man aufgebaut hat, auch gleich noch wieder in Ordnung bringen kann und wahnsinnig viel, was man für höhere Bewegungen braucht, vorbereiten kann. Also es ist so ein richtig schönes Zwischendrin. Wie baust du das in deinen Alltag ein? Also ganz kurz, ich habe damals mit Reha-Sportlern, bin ich gekrabbelt, da durfte ich mir dann sowas anhören wie, ich bin doch kein Kind mehr, ich habe doch bloß Knie, warum soll das dann meinem Rücken gut tun? Da kommst du ganz schön in Erklärungsnot. Aber ich habe mir dann immer wieder neue Sachen einfallen lassen. Ne, wenn man das so spielerisch einbaut, habe ich dann immer gesagt, ja, wann hast du denn aufgehört, Kind zu sein? Dann gingen die Gedanken los. Und dann, ja, stimmt eigentlich. Eigentlich habe ich ja nur einen ausgewachsenen Körper, wenn man es so möchte. Aber ich kann ihn ja trotzdem spielerisch wie ein Kind nutzen. Und da schlage ich mal den Bogen. Wie baust du natürliche Bewegung in deinen Alltag ein? Ja, in allen Möglichkeiten, die Movenet so bietet. Also Movenet ist ja sowohl ein Fitnesssystem, das man genauso verwenden kann, wie was wir alle unter Fitness verstehen, mit Fitnessstudio, mit Reps und Sets im Grunde, also sportwissenschaftlich fundamentiert, um eine Entwicklung des Körpers auszulösen, also von Kraftentwicklung, koordinativen Entwicklungen, Stoffwechselentwicklungen, also 1:1 übertragbar. Es ist aber auch etwas, was man so machen kann, wie jetzt Fun-Sportarten, wie Skateboard oder also Dinge, die sehr skillbasiert sind. Also irgendwie ein Parcours jetzt auch. Ja. Also wir haben hier einen Spot gefunden, eine schöne Mauer, einen schönen Abstand zwischen zwei Mauern, eine schöne Stange und so. Und jetzt verbringen wir einen ganzen Nachmittag damit, eine schöne Route, die toll ausschaut, mit schönen Tricks und so weiter zu machen, sodass man es aufnehmen kann auf dem Video. Oder dass man einfach sagen kann, okay, diesen Skill besitze ich jetzt, den kann ich immer wieder machen. Also das bietet Movenet auch, ohne großes Aufwärmen, weil das Aufwärmen ja schon in dem Herangehen an den Skill passiert, Bewegung zu erfahren. Ohne den Trainingsaspekt, sondern eher das ist ein spielerischer oder Entdeckungs-Exploration-Aspekt. Und eine dritte Möglichkeit ist, oder eine dritte, und dann gibt es noch eine vierte, ist, dass man immer, wenn man gerade unterwegs ist, vielleicht geht, dass man das Gehen mal bewusst macht. Dass man es dann so macht, wie es vielleicht natürlich besser wäre, dass man jetzt ganz einfach, man zieht die Schuhe aus und geht dann mal 10 Meter. Oder man geht auf den Randstein und nicht auf den Bürgersteig.
und benutze das ein bisschen für Ballast-Input. Max. Genau, und die vierte Möglichkeit wäre, dass man wirklich die Natur sucht, zum Beispiel. Du sagst, ich gehe jetzt, ich habe jetzt Freizeit, jetzt gehe ich normalerweise spazieren, gehe ich auf dem Spazierweg oder Wanderweg und schaue mir die Natur nur so rechts und links, findet es statt, da ist grün und ich habe es hier schön sicher. Ich gehe jetzt einfach querfeld ein. Ich weiß, da drüben, irgendwo quer drüben muss das sein, wo ich mich wieder auskenne. Nehme vielleicht einen Kompass mit oder so, oder sicherheitshalber und gehe dann einfach quer durch und wenn ich was sehe, was mich erinnert an das, was ich schon geübt habe, dann probiere ich das jetzt einfach da mal aus. Das wären so die vier Hauptaspekte, wie man MoveNet trainiert oder MoveNet anwendet oder MoveNet übt oder MoveNet. Es ist schwierig, was man halt immer will. Ja, will ich irgendwas aufbauen, dann mache ich es so sportwissenschaftlich isoliert wie im Fitnessstudio drin, nur dass ich halt nicht einen einzelnen Muskel hier trainiere, sondern dass ich eine Bewegung trainiere. Also den hier würde ich jetzt einbauen, tatsächlich einen Klimmzug. Ja, einen Klimmzug nicht so, sondern einen Klimmzug so. Das sind lauter so kleine Überlegungen. Das ist in der Natur sehr selten nötig, dass man einen Klimmzug so macht. Ja. Ja, also wenn ich von einem Tier abhaue, dann sieht das wahrscheinlich nicht schön aus. Also ne, wenn ich in der Gefahr, eine Flucht oder ein Kampfmodus bin, dann geht man davon aus, dass ihr das vielleicht gerade in irgendeiner Form filmen wollt oder bei Instagram hochladen wollt oder sonst da wo, sondern da geht es um Effizienz und Bewegung. Nehmt ihr auch den Test, den wir vorhin beschrieben haben. Aus der Rückenlage, eine Hand überkreuzt, dann aufstehen. Das sieht am Anfang nicht schön aus. Vielleicht kommt man mal ans Straucheln, aber das ist normal, das ist menschlich. Ja, und das ist da ist möglicherweise auch das große Problem. Das erkenne ich, seitdem ich Sport studiert habe, dass sich Menschen immer gerne auf ihre Stärken konzentrieren und die Schwächen halt nicht selber sehen wollen und auf gar keinen, noch viel schlimmer, anderen Menschen zeigen. Und wenn man an seinen Fähigkeiten arbeitet, ist es aber so. Also man stößt permanent an Probleme und aus diesen Problemen lernt man. Und man lernt nicht nur das Problem kennen, sondern man lernt auch sich kennen, weil man ist ja selber das Problem meistens. Und das ist ein permanentes Lernen, Erfahren und Verbessern. Und das, was wir halt in dieser Kultur entwickelt haben, ist, dass wir diese Schwächen oder etwas, was nicht im Alltag stattfindet, verstecken irgendwo in Räumen unter einem bestimmten Deckmantel. Das ist jetzt Fitness oder das Fitnesstraining. Wenn man in der Maschine drin sitzt und einfach nur ein Gewicht hochhebt, dann sieht es nicht jemand beim Vorbeigehen sofort, der hat aber jetzt nur 5 Kilo drauf oder der hat gleich schon 105 Kilo drauf und so. Mhm. Da muss man dann schon genauer hinschauen, ob jetzt schwach oder stark bin und so weiter. Also das wird irgendwie verschleiert oder es hat sich verschleiert, weiß man ja nicht, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Aber die Menschen tendieren dazu, ihre Schwächen zu verstecken. Und bei MoveNet ist es halt gerade andersrum. Also natürlich fängt man an drinnen, man kann auf dem Boden anfangen, drinnen mit Zusatzgeräten, Support, Assisted, alles, wie wir das kennen, im Versteckten dann auch so Sachen aufbauen, aber es ist wahnsinnig aufregend und lässt einen als Mensch wachsen, wenn man rausgeht und sich traut, Dinge zu tun, wo andere Menschen mal kurz stehen bleiben und schauen, oh, was machten die jetzt da? Und das Gute ist halt, dass man zwar komisch angeschaut wird, aber dass jedem relativ schnell klar wird, das, was der da macht, das macht Sinn. Mhm. Ja, vor allem, wenn das zum Beispiel, wenn da Kinder dabei sind oder so, die da sofort mitmachen wollen. Mhm. Schau mal, der balanciert da oder so, das will ich auch machen. Oder Papa, schau mal, was der da macht, der springt da rum und so. Und da weißt du immer, was im Hirn vom Papa dann abgeht. Also entweder sagt, was, ein Spinner? Dann weißt du aber schon, er ist ganz weit weg von einer Wahrnehmung von, wie man sich gesund hält. Oder er sagt, wow, cool, das wollte ich auch immer schon mal machen. Das haben wir früher in der Turnhalle machen müssen. Da habe ich immer Schiss gehabt davor. Und der macht das jetzt als Erwachsener dann noch so. Was sind Erfahrungen, wenn du draußen trainierst? Und da gibt es ja auch einige Videos inzwischen, ne, wo du balancierst auf dem Geländer und Baumstämme durch die Gegend trägst, beziehungsweise auch, du hast ja im Garten bei dir auch ein Geländer, in groß mit zum drüber und drunter ranhängen.
Wie reagieren die Leute so erfahrungsgemäß, wenn sie das sehen? Ja, komplette Bandbreite, aber hauptsächlich ist es halt entweder so schauen und schnell weitergehen, als wärst du im Grunde nicht ganz dicht, als einer aus dem Irrenhaus ausgebrochen, oder es sind manche, die dastehen und total bewundern, schauen, boah, sowas würde ich auch gerne machen, aber ich bin schon viel zu alt dazu und sowas traue ich mir nicht mehr und da tue ich mir weh. Also genau so, wie man es erwartet. Also 50-50. Was sind denn die ältesten Teilnehmer, die du hast? Also das Alter ist ja oftmals, ne, ein Thema. Ja, also den Ältesten in meiner Gruppe, der ist, glaube ich, 68 in der Gegend. Ja. Und der hat es halt sofort gecheckt, er hat sich einfach nicht entmutigen lassen. Weil wir fangen ja nicht mit jedem dann bei den Ground Movements an, sondern die werden da schon ins kalte Wasser geschmissen. Aber das Schöne ist halt, dass du sagen kannst, wir machen heute Klettern. Und dann ist da der Superkletterer dabei. Für den hast du dann das Richtige. Und dann hast du einen, der ist noch nie geklettert, hast genau das Richtige. Mhm. Also das ist das Schöne, du kannst halt alles runterbrechen. Das ist wie in der Physiotherapie auch. Ne? Du hast ein riesen Repertoire an Übungen und dann passt das einfach den Fähigkeiten des oder den geistigen Zustand der Person an, wie es halt gerade braucht. Ja. Ich glaube, die Zuhörer und Zuschauer, die haben inzwischen zumindest aus deinen Worten und auch aus meinen gehört, dass Bewegung essentiell ist. Es gibt keine Pille, die die Bewegung ersetzt. Es gibt auch kein Gerät, was unsere Bewegung ersetzt. Wir bestehen aus Bewegungsmustern. Wenn jetzt jemand sagt, du Bernd, das klingt zwar alles schön und gut und frühkindliche Entwicklung, ja, Krabbeln scheint ganz wichtig zu sein. Wo kann ich mich denn an dich wenden? Beziehungsweise gibt es da noch mehr von dir? Videos? Nein, alles veröffentlicht. Aber es gibt viele Kollegen und Anhänger, die viel posten. Also man kann da nicht viel falsch machen, tatsächlich. Außer man balanciert jetzt auf 4 Meter Höhe und hat das Landen nicht gelernt. Oder das ist natürlich und das, was anderes. Und das Balancieren nicht. Man kann nicht, ja, oder genau. Und nicht landen. Und also das Schöne ist, man braucht halt keine Angst haben vor, ich trainiere was Falsches. Also wenn wir es auch wieder vergleichen, im Fitnessstudio, so hat man gesagt, jetzt wenn du den Bizeps trainierst, dann musst du den Trizeps auch trainieren. Weil sonst haben wir da eine Asymmetrie im Ellbogengelenk und so weiter. Das ist ja bei so ganzheitlichen Bewegungen nicht der Fall. Also wenn ich jetzt krabbel, was jetzt ausschaut, dass wäre es hauptsächlich der Rumpf, der da vorne trainiert wird, dann stimmt das nicht. Der ganze Körper hilft mit, auch der Rücken wird dabei trainiert. Also da ist das Problem schon mal behoben damit. Sorry, wie war die Frage nochmal? Die Frage war, wo man mehr von dir erfahren kann. Du hast gesagt, Videos gibt es, aber wenn ich jetzt mit dir trainieren möchte? Man kann jetzt sich viel abschauen. Auf YouTube gibt es wahnsinnig viele Videos. Es gibt auch auf der movenet.com Homepage viele Links zu Programmen, die fangen an von Ground Movements, vom Rolling bis zum Aufstehen. Bis das Neueste, was wir jetzt haben, ist eine Metabolic Challenge. Da wird gezeigt, dass man mit Movenet genauso Intensitäten trainieren kann, wie jetzt eben bei der anderen Disziplin CrossFit, die hauptsächlich auf Kondition und Vollgas halt arbeitet. Movenet kommt immer eher also Movenet wird halt ein bisschen übersehen, weil andere Disziplinen sich halt spezialisieren, was Movenet ja alles einbegreift. Also wir kennen CrossFit, wir kennen Parkour und wir kennen Feldenkrais. Und wir kennen das Animal Moves oder was auch immer. Das beinhaltet ja Movenet alles. Das ist ja das Schöne. Und da gibt es halt wahnsinnig viele Programme, die wir da schon vorbereitet haben. Also ein paar Wochen, 6-Wochen-Kurse, 4-Wochen-Kurse. Bei Movenet München machen wir jetzt gerade viel mit E-Courses auch. Wir haben Live-Training-Sessions. Müsst ihr Carsten oder mich fragen, bis da reinkommt. Ist total unabhängig vom Fitnesszustand. Ein kleines Problem ist halt vielleicht immer so ein bisschen Material, aber man kauft sich Hanteln und auch ein Indoor-Fitnessstudio. Billiger ist es, sich einen Balken zu kaufen und sich vielleicht vom nahen Fluss mal so einen 10, 15, 20 Kilogramm Stein zu holen
irgendwo eine Stange hinzuschrauben und so weiter. Also es ist total einfach und sich halt dann einfach nur inspirieren lassen. Ja. Ja, also ich mache hauptsächlich Zertifizierungen jetzt noch. Also ich bilde die Trainer aus, Level 1, Level 2, Level 3. Elements-Workshops gibt es auch, das sind Eintagesformate, die machen eben zertifizierte Trainer. Haben wir jetzt ein paar Termine dieses Jahr, kann man sich anmelden. Es wirkt vielleicht alles ein bisschen teuer, muss ich dazu sagen, aber die Diskussion haben wir ja ewig schon in allen Richtungen. Der Mensch ist bereit, einen Haufen Kohle ins Auto zu stecken, aber nicht in sich selber. Und wenn ich halt jetzt mir das anschaue, was man geboten kriegt beim Functional Training, wenn ich jetzt da eine Ausbildung, Kettlebell oder sowas mache, ist halt vom Wert her ganz was anderes, als wenn ich einen Zweitages-Workshop besuche. MoveNet arbeitet halt so, weil es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also wenn man das einmal vermittelt bekommt, dann kann man eigentlich selbstständig damit weiterarbeiten. Und man ist nicht angewiesen auf Geräte und man ist nicht angewiesen auf andere Fortbildungen, sondern man kann im Grunde, man kann sich wieder mal inspirieren lassen, man kann sich mal anschauen lassen, ob da sich irgendwelche Ineffizienzen eingeschlichen hat. Aber im Grunde ist das, ich muss jetzt im Wald leben, den Rest meines Lebens, besuche dann einmal eine Wildnisschule, musst du zeigen, wie du Feuer machst und einen Biwak baust und wo du was zum Essen findest. Und dann sollte es einigermaßen laufen. Ja. Und so ist es beim MoveNet auch. Ja. Also, und man kann mit der natürlichen menschlichen Bewegung eigentlich nicht viel Geschäft machen, weil die hat jeder. Der Instinkt ist da, die Fähigkeiten sind da, das Wissen und das Bewusstsein dafür ist halt nicht da. Ja. Und das ist halt die Aufgabe von MoveNet und es gibt auch noch Methode Naturell und so weiter. Das ist der Vorläufer von MoveNet, bei denen geht es halt darum, im Grunde Hilfe zur Selbsthilfe und auch wahnsinnig viel Community auch wieder. Also nicht nur wir trainieren zusammen nebeneinander, jeder in seinem Gerät drinnen, jeder Augen auf den Bildschirm gerichtet oder Musik in die Ohren gestopft, sondern wir machen das wirklich miteinander. Also wir haben Übungen, die kooperativ sind. Wo man sich in die Augen schaut, wo man reden muss miteinander, wo man lachen muss miteinander, wo man sich hilft. Ja. Perfekt. Bernd, zum Abschluss. 3 Tipps, die du den Teilnehmern, Zuschauern, Zuhörern an die Hand geben möchtest. Kann mit MoveNet zu tun haben, kann mit Bewegung zu tun haben, kann aber auch was komplett anderes sein. 3 Stück. Ja. Also ich würde empfehlen, sich tatsächlich auf Natural Movement oder MoveNet einzulassen. Es ist sehr schwierig zu erklären. Es muss gefühlt werden. Ja, das ist das eine. Das zweite wäre, man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass das eine Tür öffnet zu der Hinterfragung von allem, was wir über Medien so hören. Also alles, wo im Grunde jemand Geld machen will damit. Was einen abhängig macht von jemandem. Ja, wir müssen die Freiheit suchen. Also wir müssen suchen, mit uns selber arbeiten zu können. Und das Dritte ist, was kommt, das ist halt selbstverantwortlich zu leben wieder. Das ist im Grunde der größere Rahmen. Da sind wir auch wieder bei diesem Behavior. Normalerweise sind wir nicht mehr in der Lage, wenn man uns im Wald aussetzt, recht lang zu überleben, vielleicht 2 Tage oder so. Dann ist der Ofen aus. Ja, und das geht in unsere ganzen, in ein komplettes Leben geht das rein. Ja, wenn irgendwo was zwickt oder so, bevor wir irgendwie anfangen nachzudenken, was könnte das sein, was mache ich falsch, sagt mir mein Körper jetzt einfach nur mal Hallo oder ist es schon Endstadion von der tödlichen Krankheit oder so. Ja, alles treibt uns erstmal zum Arzt ins Wartezimmer rein und so, bitte hilf mir, bitte gib mir eine Tablette und klopfen auf den Rücken. Das ist bestimmt 80% von allen Problemen, die wir haben, können wir locker selber unter Kontrolle kriegen, wenn wir uns darauf einlassen und Leute fragen, wie den Carsten zum Beispiel, was man da so machen kann. Ja, also, richtig. Oder alle anderen Experten, die ich bisher im Podcast hatte, in meinen Augen, jeder ist ein Experte. Manche wissen doch gar nicht, in welchem Bereich, das kann man damit rauskitzeln, aber in meinen Augen ist jeder ein Experte. Ja. So sehe ich es. Jeder ist ein Experte, Mensch zu sein.
Ja, Ja, das ist das schön. kann ich schon ziemlich groß raus. Das ist die Krone der Schöpfung, würde man sagen. Ne? Cool. Ja, wenn jemand Weltmeister im 100-Meter-Sprint ist, dann ist er Experte im Im Sprinten, Sprint. aber nicht mehr. Und vielleicht Ja. weiß er noch, wie man sich gut ernährt, außer man macht Werbung für Chips und Coca-Cola dann. Ja. Dann nehmen wir das doch fast als Schlusswort, oder nehmen wir das Schlusswort, dass, wie hast du gerade gesagt, jeder der Experte vom Menschsein ist. Cool, dann nehmen wir das so. Bernd, ich danke dir vielmals für deine Zeit, auch für die Einblicke aus der frühkindlichen Entwicklung, wie ist unser Körper gemacht, auch die Methodik zu erklären an die Zuschauer und Zuhörer. Wenn ihr mehr über MoveNet erfahren wollt, schaut bitte in die Shownotes, nehmt bitte Kontakt auch mit dem Bernd auf, weil er steckt da so tief und wir könnten jetzt noch tausende Stunden füllen. Kann ich jedem ans Herz legen. So ein Kurs mal, schaut mal in eurer Stadt, ob es da schon angeboten wird, ob es da schon was gibt. Und teilt den Podcast, abonnieren, alles, was man so drunter anklicken kann, einfach anklicken. Und ja, Bernd, an die Zuschauer, vielen lieben Dank. Wunderschönen Tag wünsche ich uns. Vielen Dank auch nochmal, Carsten, an dich und an die Zuschauer. Ich hoffe, es kam gute Info rüber und toller Podcast und weiter so, Vielen Carsten. lieben Dank. Ciao. Alles Gute, ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.